güzel bir başarı buradaki bu muhteşem firmasal mutlu. Bunun için Akın Vahşiz Türk'ün burada düşmesine dolayı saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, Sie sind absolut richtig heute Abend hier. Sowieso eines der spektakulären Boxwochenenden bei Confighting und natürlich auch in Sat 1. Heute Abend 22:50 Uhr. Zwei Kämpfe, ein Sieg.
Oh!
Thank you.
Runde geschossen. Ich habe gerade unten gehört von Volker Jürgen, vom Vizepräsidenten BDB. Das ist schon richtig überzeugend, was der Kerl in seinen jungen Jahren hier macht. Was selbst zu finden? Ich habe das erste Mal in meiner Fluglaufbahn jemanden runtergeschickt mit diesen ganzen Typen. So, Kreisler, hier ist die ganze Zeit eigentlich dein Trainer und dein Vater kommen. Gib mir mehr, dass die 6, 7, 8 Mal im Jahr kämpfen, die wir möglichst schnell in der Meisterschaft kämpfen. So, Petro, mein Vater und ich haben entschlossen, dass wir die Sache ganz langsam angehen, Step by Step nach oben. Wir wollen nicht so schnell hoch. Die Welt soll sich erstmal bereit machen. Wunderbar! Perfekt ist der Abschlussdenker! Ich wollte diesen Kampf an meinen Onkel, Major Teil, dieser Sivitamin. Wir stehen an seiner Seite. Herzlichen Dank. Sportchef des Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen, Werner Rabe. Emma hat gerade auf der Haut getragen. Die beiden Kraftjungs werden es ebenfalls so machen. Und Hovig, the Lion Junior, beziehungsweise Hovig, der Löwe, der ist ja schon beim Senior-Bereich, auch ausgestattet vom Moa-Designer, der unter anderem DJ Antoine ausgestattet hat, Anna-Maria Kaufmann und viele andere. Herzlich willkommen, Dino Sabino. Warte, ich hab ein Foto. Ja, Foto, ja, Video. Ja, Foto. Dann einer, den viele kennen von RTL 2, über 200 Mal. Stand er dort kochen vor der Kamera. Bekannt geworden durch die Kochprofis oder durch Süße am Samstag. Und Botschafter für die Karl-Heinz-Böhm-Stiftung Menschen für Menschen. Begrüße ganz recht herzlich Mike Süßer. So, und Sie alle können ihn jetzt nicht hören, haben ihn aber mindestens, und ich mache das einfach mal, ich weiß, das ist ganz ungalant, gehört sich normalerweise überhaupt nicht, aber Sie, liebe Zuschauer daheim, die jetzt gerade bei Runfighting zuschauen, hat, mittlerweile kann man es nicht mit den Hunderten messen, ob Las Vegas oder Madison Square Garden in New York, es ist die Boxstimme Deutschlands. Ich begrüße ganz recht herzlich Matthias, the boy, Kreuz! So, wir machen weiter mit dem nächsten Kampf am heutigen Abend, ein super Gewicht. Und da ruft mich an den Kämpfer in der blauen Ecke aus Bosnien-Herzegowina, Slavisa Simanovic. Und Angelo. Gut, oder? War gut, Jungs. Yeah.
Benz wäre ja Tanz. Punktrichter werden sein Rico Bibic, Herbert Urich und Giuseppe Kohn-Lauen-Eck, 37 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 75,6 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz: 29 Kämpfe, 23 Siege, 21 davon durch Knockout. Und seine Elfenbeintrainer Wilhelm Pergeka. Meine Damen und Herren, Anarchia! Die Kämpfer sind bereit. Runde 1, Round 1. Ich hab's schon mal anders gewonnen. Aber